Das neue Pumpspeicherkraftwerk Limmern entsteht zwischen dem Muttsee und dem Limmernsee. Bis auf die Staumauern der beiden Seen liegt das gesamte Werk unterirdisch. Für die technischen Anlagen wurden tief im Berg die Maschinen- und die Transformatorenkaverne gebaut. Sie haben beeindruckende Dimensionen. Die Maschinenkaverne beherbergt vier identische Maschinengruppen. Sie bestehen im Wesentlichen aus den Pumpturbinen und den Motorgeneratoren. In der Transformatorenkaverne befinden sich die Maschinentransformatoren. Beim Pumpen und Turbinieren des Wassers wirken große Kräfte auf die Maschinengruppen. Daher werden sie in massive Betonschächte eingebaut. Zuerst wird das Spiralgehäuse eingebracht. Es leitet das Wasser aus den Druckschächten gleichmäßig von allen Seiten auf die Pumpturbine. Dann wird die Turbinenschachtpanzerung aufgesetzt. Hier wird später die Pumpturbine eingebaut. Spiralgehäuse und Schachtpanzerung werden vollständig einbetoniert. In der Kaverne wird inzwischen der Turbinendeckel zur Montage vorbereitet. Er enthält 20 Leitschaufeln, die das Laufrad der Pumpturbine umgeben. Durch Drehen der Schaufeln kann die Leistung der Turbine reguliert werden. Über der Pumpturbine wird das Traglagerfundament betoniert. Es trägt später die Welle der Maschinengruppe mit Laufrad und Rotor. Da der Maschinenschacht nun bis auf den Durchlass für die Welle geschlossen ist, werden die weiteren Komponenten der Pumpturbine durch den seitlichen Revisionsschacht eingebracht. Das Herzstück der Turbine, das Laufrad, wird mit einem Schlitten in die Turbinenkammer gefahren und zwischen die Leitschaufeln abgelassen. Schließlich wird der Turbinendeckel aufgesetzt. Unterhalb des Laufrads schließt das Saugrohr an die Turbine an. Im Betrieb wird das Wasser mit bis zu 80 km pro Stunde durch das Laufrad schießen und dabei eine Energiemenge an das Rad abgeben, die ausreicht, etwa 150.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Unter dem Laufrad führen die Unterwasserstollen zum Limmernsee. Das Triebwassersystem lässt sich von beiden Kavernen aus abschotten. Die Unterwasserstollen können durch die Unterwasserschützen unterhalb der Transformatorenkaverne verschlossen werden. Die Druckschächte zum Muttsee sind durch die Kugelschieber verschließbar. Die Kugelschieber sind extrem massiv gebaut und können im Betrieb unter voller Last in 45 Sekunden geschlossen werden. Sind Kugelschieber und Unterwasserschützen geschlossen, können der Turbinenraum, das Saugrohr und der Stollen bis zur Transformatorenkaverne zur Wartung und Revision geleert werden. Parallel zur Montage der Pumpturbinen werden über den Turbinen die Maschinenschächte für den Einbau der Motorgeneratoren vorbereitet. Die Halterung für den unbeweglichen Teil der Motorgeneratoren, den Stator, werden montiert. Über die Stromzuführungen wird der Motorgenerator mit dem Maschinentransformator verbunden. Gleichzeitig werden die beweglichen Teile der Motorgeneratoren, die Rotoren, zusammengebaut. Mit etwa 330 Tonnen Gewicht können sie nicht fertig in den Berg transportiert werden und werden in der Kaverne aus dünnen Blechen aufgeschichtet. Im Betrieb werden sie sich auf über 100 Grad aufheizen. Um Setzungsvorgänge zwischen den Blechen vorwegzunehmen, werden sie daher vor dem Einbau auf etwa 150 Grad erwärmt. In den Maschinenschächten wird der unbewegliche Teil der Motorgeneratoren, der Stator, montiert. Schließlich wird der Rotor wegen seines Gewichts von beiden Hallenkränen gemeinsam in den Stator eingefahren. Im Nennbetrieb wird er sich etwa 8-mal in der Sekunde drehen. Seine Außenfläche wird sich dabei mit über 500 km pro Stunde bewegen. Zwischen Rotor und Stator ist aber nur etwas mehr als 1 cm Luft.
Die Motorgeneratoren arbeiten mit nicht gut transportierbarer Mittelspannung. Daher sind sie über eigene Kabelstollen auf möglichst kurzem Weg mit ihren Maschinentransformatoren verbunden. Die Transformatoren wandeln die Mittelspannung in gut transportierbare Hochspannung und sind an eine Schaltanlage angeschlossen. Von hier fließt der Strom über Hochspannungskabel ins Tal. Die Mittelspannungsleiter zwischen den Transformatoren und den Motorgeneratoren müssen große Stromstärken übertragen und haben einen beeindruckenden Querschnitt. Eine Etage tiefer steht der Maschinentransformator zum Anschluss bereit. Die 190 Tonnen schweren Transformatoren wurden in Deutschland hergestellt und per Schiff, mit der Bahn und per Schwertransport nach Tierfeld gebracht. Mit der Standseilbahn ging es 4 Kilometer in den Berg. In den Kavernen wurden die Transformatoren mit dem Hallenkran und auf Schienen bewegt. Auch viele andere Bauteile wie die Unterwasserschützen, die Kugelschieber, die Turbinendeckel und die Spiralgehäuse erforderten aufwendige Transporte. Die Bereitstellung aller Komponenten auf der Baustelle exakt zum richtigen Zeitpunkt war eine große logistische Herausforderung. In den Kavernen werden nun die unterschiedlichsten Schutz-, Hilfs- und Steuerungssysteme montiert. In den zahlreichen Nebenräumen werden die Böden eingelegt. Alle Anlagen, wie die Kühlwasserpumpen oder die gasisolierte Schaltanlage, müssen sorgfältig konfiguriert und getestet werden. Dann, nach 6 Jahren Bauzeit, ist es soweit. Ende 2015 erzeugt Maschinengruppe 1 erstmals Strom. Die 3 weiteren Gruppen werden 2016 in Betrieb genommen. Nach der Inbetriebnahme liefert das Pumpspeicherwerk Limmern mit seiner hochmodernen Technik zuverlässig Regel- und Spitzenenergie für die Schweiz.